Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Biatches. Ja, jetzt geht's richtig los, denn wir haben wieder mal eine Mission, bei der wir Leute ausschalten müssen. Und mein Auto dreht ganz schön am Rad. Mal wieder. Hat seinen eigenen Willen, das ist Knight Rider. Hey Kid, mach keinen Scheiß. Juju, Michael, ich bin doch nur ein Auto. Ja, wir sollen an irgendeiner Baustelle sollen wir richtig aufräumen. Ich habe auch festgestellt, nicht nur, dass ich nicht fahren kann, ich habe auch festgestellt, dass ich irgendwo im Gepäck sogar noch einen Raketenwerfer eingepackt habe. Das könnte lustig werden, meine lieben Freunde. Oh, Polizei. Die sollten wir nicht reinfahren, sonst gibt's Ärger. Ah, hier müssen wir hin. Price on me, and you're telling me to calm down? I'm going to stay near the chopper. You dumb fucks, do your job. Dumb fucks. Aha, er fährt da hoch. Bloß wie komme ich da hin? And I'm sorry, fool. So, das sollte es gewesen sein. Puh, okay. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier am besten vorbeikomme an den ganzen Wachen. Any more you bitches wanna get in my way? Where's Enzo? Ja, wo ist Enzo? Wo ist Enzo? Sagt's mir. Okay, muss ich wahrscheinlich die harten Geschütze rausziehen. Zack, Sturmgewehr, los geht's. Da hinten kommt einer angerannt. Ja, reloading, tralala. Reloading am Arsch. Alter, da kommt ein Auto lang gedüst. Where the fuck is y'all plays all you fools if I have to? Wo sind die Typen jetzt alle hin? What are you waiting for? Shoot that son of a bitch! Wo ist denn dieser Fahrstuhl, wo der Typ eingestiegen ist? Ich habe genau gesehen, dass der in so einen Fahrstuhl eingestiegen ist. Ballern die von hier oben oder ist es hier unten noch irgendwo? Ich sehe den nicht. Da hinten. Alter, ich sehe nichts. Ah, da ist der Fahrstuhl. Ach, mich kannst du nicht killen. Ich bin hier der Killer. In die Eier. In die Nüsse. So, Aufzug wird aktiviert. Hoffe ich mal. Komm schon, schneller. Schneller nach oben. Oh, das wird wirklich schwierig auf der Mission. Ich habe, wie gesagt, noch den Raketenwerfer. Wenn der mit seinem Hubschrauber abhebt, dann mache ich den platt. Das war der eine Leibwächter. In den Arsch damit. In den Arsch. Ist hier noch eine? Nö.
Da hinten war mal rot angezeigt, aber da ist keiner gewesen. Oh doch, da ist einer lang gerannt. Ich hab dich gesehen. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Haha. So. Ja, ja, he's here, bla bla bla. So, die hätte ich auch schon mal ausgeschaltet. Gott sei Dank. Komm schon. Setz das Ding in Bewegung. Mache hin. Sieht nicht gut aus. Wie viel Stockwerke hat denn dieses Scheißding? Jetzt noch so ein bisschen beruhigende Fahrstuhlmusik. Es hört sich an, als wären wir schon relativ weit oben. Ich bin beunruhigt. Ein klein wenig. Oh shit, there he is! Stay on Enzo! Moment, das haben wir gleich. Und tschüssi. Also den Typen haben wir auf jeden Fall abgeknallt. Das ist schon mal positiv. Nutze dabei die notwendigen Hilfsmittel. Ja, da hinten liegt ein Fallschirm, das habe ich schon gesehen. Bloß irgendwo werde ich noch beschossen. Von wo denn? Alter, ich sehe nichts. Von wo schießt denn der? Von da hinten irgendwo? Ich sehe es echt nicht. Screw it. Das war nix. Scheiße. Dabei lief doch alles so gut. Ich dachte, ich könnte einfach vom Dach springen. Aber er ist nicht gesprungen. Oh shit, there he is! Stay on Enzo! So, das war die Zielperson, die haben wir ausgeschaltet. Bam. Ach, da oben ist noch einer. Das ist der Typ, der uns die ganze Zeit getroffen hat, wahrscheinlich. Ich dachte, das wäre der eine, der da hinten gelegen hat oder so. Der ist auch wieder auferstanden. Was ist denn hier los? Tag der Zombies oder was? So. Lieber springen! Man, bad idea. Juhu! Geschafft. Boah, Gott sei Dank. Endlich geschafft. Dass ich noch den Raketenwerfer einstecken hatte, das war echt ein guter Zufall. Ich hoffe mal, wir landen jetzt nicht direkt auf der Straße. Vorsicht, Brücke, 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 Brücke. Oh, puh, Schwein gehabt. Gerade noch so geschafft. It's taken care of, but man, that shit went south. I know. We better let this simmer now. Way too much heat. Very nice work, Franklin. Puh, Schwein gehabt. Das haben wir ja wirklich noch gerade so geschafft. Jetzt setzen wir uns erstmal hier auf die Bank und genießen den Tag. Den gerade erst angebrochenen Tag. Mit einer so schönen Ballerei.
Main Missions haben wir nicht mehr wirklich. Das heißt, jetzt kann ich auch in Ruhe zu Michael umschalten. Michael, dem alten Filmstar. Mal gucken, wie es dem so geht. Everything hurts. Vom Kaffee? Habe ich noch nie erlebt. Was ist mit dir los? Du bist weich, wa? Auf deine alten Tage. Weich in der Birne wahrscheinlich. Gucken, wo müssen wir denn hin? Zu Michaels Haus. Ist seine Frau wieder zurückgekehrt? Sind seine Kinder wieder da? Was erwartet uns denn dort? Hoffentlich nicht Trevor. Lass es nicht Trevor sein, bitte nicht. Ich möchte es nicht. Trevor kommt bestimmt wieder auf die hirnrissige Idee, uns zu sagen, wir sollen doch Brad aus dem Knast holen. Wobei er noch nicht mal weiß, dass Brad wahrscheinlich noch nicht mal im Knast ist, sondern fürs FIB arbeitet und sich bestimmt, einen Lenz macht. Ich war's nicht. Irgendjemand hat da Autos angefahren. Hab's genau gesehen. Es war ein weißer Cadillac. Ganz bestimmt weiß. Ganz bestimmt Cadillac. What else? Natürlich bin ich crazy. Ich spiele mit Trevor. Bin mit Trevor befreundet. Natürlich bin ich verrückt. Okay. Hey, man. Fuck. What do you want? I'm your friend. I don't want anything, man. Come on, your company's good enough, huh? Same as always. Yeah, thanks. I really appreciate that. So, family ain't back yet, huh? Nope. Oh, she's a goddamn fool, man. Despite all the chaos in these last few weeks, I think I finally figured it out. I know. No. Sounds ridiculous. No, actually, it does not sound ridiculous, you know? Because you're a killer. You know? You are a man of action. You do not sit on couches. You take scores. You're back, man. We are back. All right? All we gotta go do is bust out Brad, and then we're golden, man. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, it's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. Great. It's great. And so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're gonna do this last big job, and then we're gonna dissolve the partnership. This is not a game to me, all right? This is a fucking way of life. I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing. No one gives a fuck about me. I do. Oh. Fuck you. I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. Everything. You're not dead, and you're not a man. Well, what the fuck are you? I'm your fucking nightmare! Yeah, enough with your goddamn threats! Let me just ask you something. All right, something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! You're fucking dead! You're fucking dead! Oh, fuck. Trevor! Hey! T! Er denkt jetzt bestimmt, Pratt ist da begraben. Er denkt jetzt bestimmt, wir haben da Brad begraben. Habe ich hier noch ein Auto in der Garage? Na, jetzt. Scheiße, keins mehr drin. Fuck you! Hey, come on, where you going?
You know where I'm going! Fuck you! You don't need to go all the way to North Yankton to find out what I can tell you over a couple beers back at my house. Come on, we'll order pizza. Fuck you! Fuck your pizza! Fuck everything it stands for! This is insanity! Oh, no! Aua! Ich wurde gerade angefahren. Driver, du bist Zeuge davon, dass ich gleich sterben werde hier auf der Straße. Jetzt raus aus dem Auto, ich brauche das, um meine Freundschaft zu retten. Special Agent Norton. Shit, Davey. Shit, he knows. I think he knows. What? Who? Think. Shit. Shit, how? I don't know how. He used his head. But does he know? Does he know at all? Hey, he's on his way up to Ludendorff to confirm his suspicions. Shit. Then what? Then who fucking knows what? I don't know. I'm gonna go see if I can reason with him. I come, but I... Yeah, don't worry about it. This is between me and him. Besides, if it goes wrong up there, I'm sure you ain't far down the list. That's good to know. Ich brauche ein ordentliches Auto. Ich brauche nicht so einen komischen Jeep. Ich brauche ein ordentliches Rennauto, um zum Flughafen so schnell wie möglich zu kommen. Geht weg. Lass mich alle in Ruhe. Raus. Schrei nicht so. Das ist ein Notfall. Driver dreht durch. So, jetzt können wir hier ordentlich über den Bürgersteig heizen. So wie in guten alten GTA 3 Zeiten. Zack. Oh Scheiße, jetzt ist das gelbe Ziel weg. Nein! Komm schon, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Zum Flughafen. Wo ist der Flughafen? Wo ist der Flughafen? Ich glaube, der ist hier unten irgendwo. Das ist der normale Hafen und hier. Scheiße. Flughafen wird nicht angezeigt. Wo ist dieser Fuck-Flughafen? Die Polizei lässt sich ja meistens leicht ablenken und abhängen vor allen Dingen. Los, kommt schon. Ich muss wissen, wo der Flughafen ist. Ich krieg gerade gar keine Symbole mehr angezeigt, was auch doof ist zum Navigieren. Selbst wenn ich auf der Flucht bin, muss ich doch irgendwie eine Möglichkeit haben, trotzdem weiterhin zu meinem Ziel zuzufahren. Oh, da vorne ist einer. Ah, jetzt wird's wieder angezeigt. Sehr gut, Polizei abgehängt. Ach, warum umständlich? Warum immer so umständlich? Kann ich einfach mal was klappen? Man klaut sich ein Auto und keiner ruft die Bullen. Sorry. So, jetzt geht's aber weiter. Komm schon, wo ist dieser fucking Flughafen? Der kann ja nicht so weit weg sein, oder? Oh, voll die Kontrolle verloren. Manchmal sollte man halt auch einfach mal bremsen. Ich wusste gar nicht, dass so ein Auto Bremsen hat. Jetzt weiß ich's. Boah, das bricht aber auch schnell aus. Das ist kein super Rennauto für mich. Mit so einem würde ich auch nie Straßenrennen fahren. Du fliegst immer aus der Kurve. Egal, was du machst. Oh, so viel Verkehr hier. Aus dem Weg, verdammt. Ist das die Ausfahrt zum Glück? Oh, wir schreddern die Leitplanke lang. Der Klassiker. Egal, wo wir langfahren, wir kommen ja trotzdem zum Ziel irgendwo. Boah, wenn das so durchdreht, ich hasse es. Ich war so gut unterwegs und jetzt hänge ich an dieser Scheiße hier fest. Im wahren Leben würde es so nicht passieren. Boah, voll reingeklitscht. Oh, guck mal, da warten welche auf eine Mitfahrgelegenheit. Hi, na? Mitfahrgelegenheit gefällig.
Und runter da. Aber ich kann nicht da runterfahren. Scheiße. Runterfahren kann ich nicht, aber springen. Aua. Ja, keine Sorge, ich bin professioneller Stuntman. Ich werde dafür bezahlt. Macht euch nichts draus. Kann passieren. Muss ich hier hin? Oder weiter oben? Hätte ich einfach nur oben aussteigen müssen? Puh. Doch wahrscheinlich eine Etage weiter oben. Da hätte ich gar nicht runterspringen müssen. Aber ich bin ja Stuntman. Polizei! Was passiert eigentlich, wenn ich die einfach nur anrempel beim Rennen? Okay. Reicht schon. Das wollte ich nur wissen. Die rasten vollkommen aus. Oh, so viel Flughafenpolizei hier. Scheiße. Und kein Fahrzeug. Oh nein. Scheiße, kein Fahrzeug hier, um hier zu entkommen. Kacke. Michael ist tot. Na toll. Böser Michael. Ach, wir sind ja in einer Mission unterwegs. Im wahren Leben wäre ich jetzt im Krankenhaus ohne Waffen wahrscheinlich wieder rausgekommen. Scheiße. Oder nee, verhaftet worden. Noch schlimmer. Nur weil ich einen Polizisten angerempelt. Was? Nein. Darf ich den ganzen Weg jetzt nochmal fahren, obwohl ich direkt am Flughafen war? Das wollt ihr mir doch nicht jetzt erzählen, oder? Das ist nicht euer Ernst. Manchmal bin ich so müde. Oh, da kommt genau das richtige Auto. Ah, komm schon, steh auf. Ich will den Infernus fahren. Ey! Bleib stehen. Ich knall dich ab. Scheiße, der Infernus, das wäre genau das richtige Auto gewesen, um hier zu fahren. Oh nein, ey. Ja, nicht nur du, Junge. Moment. Ich sehe da vorne noch einen. Oh, unser Glückstag, unser Glückstag. Komm schon, fahr los. Komm schon, komm schon. Autsch. Boah, das war eine ganz schön straffe Hecke, du. Gleich das Fenster geplatzt, als ich dagegen gefahren bin. Also wer die Hecken schneidet, den beneide ich nicht. Da brauchst du bestimmt einen Schweißbrenner für. Oder das war einfach nur eine grün wie eine Hecke angemalte Wand. Also wer keinen grünen Daumen hat, wäre bestimmt auch eine super Idee für einen Garten. Betonwände einziehen und wie einen Busch grün anmalen. Ist auch super, wenn da mal einer reinspringen will, einfach in den Busch. Bam. Goldzahn lässt grüßen. Bums. Und wir singen Bumsfallra. Bumsfallra. Wie jetzt, da oben muss ich abbiegen. Das hast du mir vorhin aber nicht angezeigt, oder? What the fuck? Alter, wieso entschließen die sich immer im letzten Moment hier über die Ampel doch noch drüber zu fahren? Nein, nicht in den Graben! Wo fährt er denn hin? Ist doch kein Boot! Obwohl. Scheint auch super als Boot zu funktionieren. Ja, oder doch nicht. Ja, ein Infernus weniger in der Stadt. Ah, wenigstens war es für einen guten Zweck. Jetzt wissen wir wenigstens, dass die nicht in dem Graben schwimmen können. Obwohl die so einen coolen Antrieb haben. Komme ich hier irgendwie wieder hoch? Man muss alles mal ausprobiert haben in so einem Spiel. In Wirklichkeit kommt man ja nie dazu. Kann ich nicht einfach mal so ein Auto versenken im Fluss? Also könnte schon, aber dann hätte ich halt kein Auto mehr, ne? Und es wäre Umweltverschmutzung. Ich brauche schnell wieder eine neue Karre. Ich brauche eine neue Karre. Was nehme ich denn? Das oder das? Nehmen wir das. Das ist beschlagnahmt. FIB-Angelegenheit.
Ist zwar kein Infernus, aber so gut wie. Es fährt, es hat 4 Räder. Ist zwar nicht schnell und nicht hübsch, aber man nimmt, was man kriegen kann. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts zurück. Captain Jack Sparrow. Ah, da wäre es gewesen. Warum hat er das denn vorhin so anders angezeigt? Da hat er mir direkt diesen Terminal-Eingang gezeigt, glaube ich. Ich hoffe mal, das ist hier der richtige Terminal-Eingang. Sieht ein bisschen unterirdisch aus hier und das Gelbe geht nicht weg. Dieser Terminal 4, okay. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Hier? Terminal 4? Hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen, das hat keiner gesehen. Wo muss ich denn hin? Bin ich hier im Terminal nicht richtig? Ist das falsche Terminal? Komme ich hier irgendwie nach oben in den Fahrstuhl zum Beispiel? Fahrstuhl rufen? Nee, geht auch nicht. Boah, was? Wie komme ich denn hier? Wie komme ich denn hier wieder hoch? Oder muss ich hier ganz runter? Vielleicht muss ich ganz runter. Ich glaube, ich bin falsch. Ich bin sowas von falsch hier. Uah, nicht vom Zug überfahren. Sprichst du da jetzt wieder hoch? Puh, ist gar nicht so einfach, hier sich zurechtzufinden am Flughafen. Vor allem ohne Fahrstuhl. Der Fahrstuhl fährt nicht hoch. Der Fahrstuhl fährt nicht nach oben. So eine Kacke. Was sind das für Fahrstühle hier? Ja, ich bin total planlos jetzt, meine lieben Freunde. Das tut mir echt leid. Muss wahrscheinlich doch tatsächlich hoch auf die andere Ebene. Hat er erst beim letzten Mal gedacht, bin falsch gelaufen. Aber hier unten ist komplett falsch anscheinend. Ja, ohne Navi bin ich einfach aufgeschmissen. Nicht wieder gegen die Polizisten laufen, die nehmen einem das übel, wenn man die anrempelt, haben wir gerade gesehen. Ja, die zücken die mal schnell die Knarre und erschießen ein. Wie im richtigen Leben. Ach, hier oben. Es könnte so einfach sein. So schnell kann doch Trevor keinen Flug klauen. Das gerade die Chinesen von diesem Typen, dem wir am Anfang das Geschäft vermiest haben? Oh, wir begeben uns zum Anfang zurück. Ich kenne diese verschneiten Straßen. Wir gehen nach Los Santos. Start over. Ich habe einen Deal. The slate will be totally wiped clean. Hey, everybody, pay attention. No one gets hurt. Trust me, darling. Look at me, Amanda.
It was the only thing I could do. Either everyone dies or one guy gets out. I'm that guy. Slow and steady, team. Slow and steady. His name is Dave Norton. Nice guy. Realist. He gets the glory. I get out. It's not even a decision. Amanda, I don't have a choice. Do you want to die here where it's always snowing? Or do you want to go and live where it's always sunny? Alright, you want to live? Tell me you want to live. Work this out. Some depot out of town, you don't need to know. Trust me, nothing is gonna go wrong. Nothing. Yeah, I hear you. We gotta follow the plan. Everything will work out. I did the deal, Amanda. It's over. Baby, we get out. Be happy. Be normal. It ain't supposed to go down like this. Oh, wir begeben uns in die dunklen Abgründe von Michaels Vergangenheit. Oh mein Gott. We are home free. It's over. This is fucked, man. The thing is blown. Just this one job and everything is done. Everything is done. Everything is done. Ja, hat ja super geklappt, der Plan, ne? Begib dich zu deinem Grab. Bin ich jetzt hier der Geist der Lampe, oh, what? Trevor, grab den Typen nicht aus, wer auch immer das ist. Ich glaube, ich höre ihn schon buddeln. Ja, da buddelt er, der verrückte Trevor. Hey, you're wasting your time. Is that why you flew out here? Huh? Tell me I'm wasting my time? Go ahead, dig it up. I don't give a shit. Yeah, that's what you look like. The guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. How long are you gonna keep lying for, Mikey, huh? When's it gonna stop? What happens in the dark comes out in the light. Oh, give it a rest, Trevor. There's nothing there. This is it. Moment of truth. As if I didn't know. Brad! Look, we do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, and how was that, huh? With Brad in the can and me in the ground, or both of us in the coffin? Brad got shot. You saw it. He didn't make it. I got shot, I did. That's it. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep 10 years later. Mikey, I mourned you. And I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! I didn't want it to come to this. Yes, you did! You just don't have the fucking balls to do it! But I do! I got more to lose than you! Never a truer word has been spoken, brother! Now pull the fucking trigger! You ain't got the guts. Take the fucking shot! Who is that? Fuck! 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 Trevor Phillips! Mr. Cho has requested a word! Hey, ho ho! I'm not the guy you're looking for! Hey, how's it, get the boyfriend! Boyfriend? Motherfucker! Jetzt sind wir der Boyfriend, okay. Oh, na toll, jetzt habe ich nur dieses Teil, oder was? Hallo? Wo ist denn der andere Typ?
your friends, T. Ja, Freunde sind das nicht gerade. Ach, Mist. Ich drücke mal die falsche Taste. Stop the man! Alter, wie viele sind denn das? Verfluchten Chinesen, die sind wieder in der Überzahl hier. Okay, der ist hinterm Dings verschwunden. Scheiße. Ich sehe euch. So, erstmal ein bisschen Munition einsammeln. So. Okay, die Typen habe ich geknutscht mit meiner süßen Kugel. Knutschkugel. Oh, jetzt lass mich doch einmal in Ruhe hier. Ich habe genug Munition von den Toten eingesammelt, um mich hier zu verschanzen. Das war der erste Streich und der zweite kommt hoffentlich zugleich. Scheiße. Hey, you got the wrong guy. Ah, Mist. You are going nowhere, Mister. Fuck off, you confused pieces of shit. Wo sind die anderen hier? Ah, da hinten kommt einer gelaufen, oder? Zack. I ain't got anything against you people. Nee, außer ein paar Knarren und so haben wir nichts gegen die Leute. He's getting away. Jetzt mach dir nicht ins Hemd, ich bin alleine, du auch. Komm, wir gehen Bier trinken, dann bereinigen wir die Sache einfach. Bam. Gut, kein Bier, sondern lieber ein Schuss ins Gesicht. Das können sie natürlich gerne haben. Ah, nicht nachladen, ist gerade ungünstig. You should have gone after the other guy. Wo liegen die Leichen? Wo liegen die Leichen? Ich brauche Muni, ich brauche Muni. Phillips went that away. Was? Meint er ja gerade, das ist, war jetzt eine schlechte Idee? Ja, natürlich war es eine schlechte Idee. Ich bin professionell ausgebildeter Bankräuber. Staatlich geprüft. You're making a mistake. Wo sind die andere? Komm schon. Es gibt hier keine Unterstützung für euch.
laber nicht. Jo, ihr habt's gestartet, ich hab's beendet. So, schnell ins Auto, schnell ins Auto, schnell ins Auto. Oh, Schwein gehabt. Trevor. Fuck! Oh, what kind of so? You got nowhere to go, boyfriend. Alright, alright. Get out the fucking car. Oh oh. Trevor Phillips Industries. Mr. Phillips, this is Wei Chang. You know my eldest son, Tao. Yeah, the ex-nut. Backed out of a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes, thank you. My friends miss you in North Yankton. I was hoping we could talk. Ha! Was that your people? Ah, of course. Sorry I had to cut out. Your operation causes problem for me. I want to expand into Blaine County. But your business and your temperament prevent me from making inroads. Oh, well, too bad. I don't know what you can do about that. I've already done something. We have your lover. Whoa, 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 whoa. My lover? Michael DeSanta. You live in your trailer together with the maid. And then you were alone in that big house. Well, you're clearly very close. You know, how much will you give up for his safety? My lover! Yeah, right! That's a tough break. I never want to double-cross a friend and put him in danger, but you gotta do what you gotta do. My business ain't going anywhere. I'm serious about this. He will die. Tell him I love him dearly. Oh, ich hoffe mal, Michael kommt da irgendwie wieder raus. Und was wird jetzt eigentlich mit diesem großen Ding, von dem sie immer erzählt haben, das wird doch ohne Michael nicht starten, oder? Oh, oh, oh. Wie kommen wir nur jeweils wieder aus dieser Sache raus am Ende? Lamar, okay. Treffen bei mir zu Hause. Mhm. Oh, ich muss eine Schneise fliegen. Sehe ich gerade, bin von der falschen Richtung rangeflogen. Ich denke mal, das kriegt man hin. Ich weiß zwar nicht mehr, wie das mit dem Landen war, aber... Oh Gott, schon passend. So, mal gucken. Hier ist das Flugfeld, ne? Genau, da muss ich von der anderen Seite kommen. Landeklappen? Ach egal, ich brauche keine Landeklappen, das geht auch so. Oh, Flugzeug wurde zerstört. Aber das war nur... Ich bin noch ordentlich... Also, bin noch gut gelandet gerade. Naja. Okay. Das Ganze nochmal von vorne. Scheiße. Ich sowas hasse. Genug Zeit rauszufinden, wo man die Landeklappen ausfahren konnte. Ah, mit G. Okay. Trevor Phillips Industries. Mr. Phillips, this is Wei Chang. You know my eldest son Tao. Oh yeah, massive E-head, backed out a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes, thank you. We've been watching you, Phillips.
Your operations causes problems with our plans for expansion. And since you're not a viable business partner... Oh, viable? Ja, das haben wir doch alles schon gehört. Na, Mr. Cheng, tralala und tralali. Habe ich jetzt eigentlich was dafür bekommen, dass ich hier unter der Brücke durchgeflogen bin? Oder habe ich gar nichts bekommen, weil ich schon mal unter der Brücke durchgeflogen bin? Da gibt es ja so einen Erfolg oder so eine Herausforderung. Ne, da sind wir schon mal durchgeflogen. Da gibt es nichts mehr. Schade. Wäre natürlich zu schön gewesen, um wahr zu sein. Muss mal gucken, dass ich diesmal von der richtigen Richtung ans Flugfeld ranfliege. Vielleicht kriegen wir es gleich beim ersten Mal hin, ohne einen Flügel zu verlieren. Ah, nur fliegen ist schöner, sage ich euch. Ein paar schöne Kunstflug-Dingsies hier machen, Figuren. Ah, da hinten, ich sehe schon die Landebahn, da müssen wir hier so ein Stück bisschen kommen. Ups. Mit dem Flugzeug, finde ich, kann ich irgendwie besser fliegen als mit dem Helikopter. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor und ich fliege genauso schlecht. Was war das? Alter Falter. Das war auf jeden Fall nicht so beabsichtigt. Könnt ihr mir glauben. Na? Ah, bestanden. Du hast die Wahrheit über Brad rausgefunden. Ja, das ist Hammer. Und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, er wäre nicht tot, aber er ist tatsächlich gestorben, beziehungsweise im Grab gewesen. Scheiße. Der arme Brad. Was haben wir denn jetzt hier alles? Ah ja, diese Autoklau-Mission, die können wir dann noch machen. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch Franklin beichten, dass wir Michael bei den Chinesen gelassen haben. Aber das werden wir dann, denke ich mal, in einer der nächsten Folgen sehen. Also, meine lieben Freunde, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!